An alle Einheiten! Sammelpunkt wird angegriffen! Die SEF rücken von 42. und Broadway vor! Luftevakuierung im Gange, wird aber dauern! Alcatraz, die Molossen brechen durch! Hier lang, los! Na gut. Nichts leichter als dieses. Dann bin ich ja beruhigt. Mir kann nichts passieren, Leute. Der Typ da oben gibt mir Deckung. Ja, jetzt habt ihr Angst, wa? Mann, der Typ ist sehr einschüchternd anscheinend. Da ist echt niemand. Na gut. Ich muss ihn falsch eingeschätzt haben. Ich dachte mir zuerst, was? Der gibt mir Deckung und das soll mir jetzt was bringen. Aber... Props. Props an diesen Typ. Sie müssen die Chef auf ihrer Seite der Mauer halten. Wir haben jetzt die Listen schwer verwundet. Lage ernst. Das volle Programm. Wenn die Chef es dahin schafft, gibt es ein Gemetzel. Ich brauche Zeit, Marine. Ich hab's doch schon gesehen. Ah, let's go. Okay. Sehr schön. Der wäre schon mal down. So, wo die anderen sind, keine Ahnung. Die sehe ich von hier aus wahrscheinlich gar nicht erst. Deswegen wird da jetzt brachial reingerannt. Liegen schon wieder Granaten, die einfach nur die eigenen Marines töten. Na super. So. Hier ist alles tot. Ja, passiert hier noch was? Ich meine, hier ist alles tot, wir haben gewonnen. Oder? Oh, okay, never mind. Dieses schwere MG ist so toll, ne? Dieses schwere MG ist einfach nur super. Aber mich wundert auch nicht, dass sie es dann nerven mussten, indem sie ihm begrenzte Muni geben, selbst wenn es stationär ist. Gefährlich. Wir haben keinen Strom mehr. Durchhalten, Mary. Wir haben es fast geschafft. Was passiert hier? Naja, wir wollen sneaky sein. Uns im Dunkeln überraschen. Sie uns Zeit. Oh no, noch mal so einer.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen uncool. Na dann, let's go. Au, 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 au. Das. Ich verstecke mich einfach hier unten. Hier kann er mir nichts tun. Na gut. Na, das Geschütz, ich habe hoffentlich ein bisschen einsetzen können, das was gebracht hat. Jetzt werde ich erstmal gucken, ob es irgendwo noch einen Geschütz gibt. Das Ding ist aber auch ultra aufmerksam, ey. Na cool. Überhaupt nicht nervig, nein. Na so, wow. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Die Typen lenken den aber auch absolut null ab, ne? Wir haben hier zufälligerweise noch irgendwo ein zweites Geschütz oder so. Schlage den Sepp-Angriff zurück. Sieht sicher aus. Keine Ziele zu sehen. Ich meine, wir haben hier einen Arsch voll Raketen. Ich denke mal, ich werde einfach hier bleiben. Ich werde hier bleiben, mich um dieses Ding rumtänzeln irgendwie und dann, ja, das so irgendwie machen. Hallo, ich bin hier. Kommt ihr ein bisschen näher ran? Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert auf die Distanz mit dem Ding. Nevermind, es funktioniert großartig auf die Distanz mit dem Ding. Wenn ihr nicht kommen wollt, ist es in Ordnung. Na gut. So, jetzt mache ich den aber platt. So, den bereiten wir schon mal vor. Will der jetzt? Will der jetzt nicht mehr? Ah, doch. Der kommt gefährlich nah, tatsächlich. Ich kann es so weitermachen. Ich habe kein Problem damit. Nichts lieber als das. Kommt, Ajo.
Hat auch wunderbar funktioniert, oder nicht? Dann ist das wohl meiner. Wie viele sind Sie denn noch da unten, Sir? Es wird eng, aber diesmal kriegen wir alle raus. Roger. Was zum Teufel ist das? Colonel Barclay, ich muss Ihnen davon wirklich abraten. Wer sind Sie? Jack Hargreave. Colonel, jetzt ist wirklich keine... Das ist ein Militärkanal! Zeit für Höflichkeit. Sie haben es mit einer Vernichtungsbiowaffe jenseits Ihrer Vorstellungskraft zu tun. Sie und Ihre Männer sind in 90 Sekunden tot, wenn Alcatraz meine Anweisungen nicht genauestens befolgt. Zyklop 4, halt! Zurück auf Operationshöhe. Roger. Danke, Colonel. Alcatraz. Der Speer soll weitere Sporen verbreiten. Aber das System lässt sich aushebeln. Sie müssen daran hochklettern, wie bei dem im HF. Die Sporenexplosion erfolgt in Kürze, in etwa 20 Sekunden. Sie müssen die Sequenz jetzt abschließen. Okay. Einen kleinen Moment. Wenn der Anzug auch nur annähernd so gut geworden ist wie geplant. Zyklop 4, landen Sie und nehmen Sie uns auf. Verstanden, wir gehen runter. Antworten gibt, dann hat sie Hargreave. Sie müssen Alcatraz reinschicken und ihn rausholen.